Ja, so kann man es auch entleeren, war aber jetzt nicht meine Absicht. Aber das ist hier alles Kohle, oder? So, entleeren wir dich auch mal. Geben dir wieder ein bisschen mehr Power. Ist auch Kohle. Also das hier ist alles Kohle. Boah, das ist schon mal schön. Wie schießt du mich gerade, oder was wird das? Okay, Low Power. Nee, aber er gibt uns auch keine. Juti. Also es gibt hier auch wie bei Factorio langsamere Bänder. Es gibt dann schnellere Bänder und so weiter. Und ja, da müssen wir nochmal schauen, wie das hier so vonstatten geht. Wie man aus den langsameren Bändern vielleicht schnellere machen kann. Sprich recyceln oder so. Und dann das Ganze einfach ein bisschen schneller vonstatten geht. Im Übrigen, diese Base, die konnte man ja früher abbauen. Das geht jetzt auch noch. Okay. Aber ich glaube, dieses große hier, das können wir nicht abbauen. Dann könnte man es auch anders hinstellen, theoretisch. Wir heben mal hier alles auf und da haben wir gleich noch mehr viel Kohle. So. Zudem ist das hier auch bald leer, alle und so weiter. Kann da auch ein Rubble hinstellen. So hier. Zack. Jetzt haben wir hier auch so ein Teil. Ja. Oder ist das irgendwie vonnöten? Eigentlich nicht. Ist eigentlich nur so blockmäßig. So, dich reiße ich auch mal kurz ab. Sodele. Ja, wir werden nämlich eine Menge auch noch umbauen und so weiter. Denke ich mal. Genau. Mir ist das ein bisschen leise. Aber wie gesagt, also ich bedanke mich auch gerne nochmals bei den Leuten, die ihre Musik frei zur Verfügung stellen und so weiter. Wenn ihr selbst Musiker seid, etc., könnt ihr mich auch gerne kontaktieren über die Mail oder sonstiges oder auch einfach unter Kommentare. Nur eben hätte ich gerne gehabt mit dieser Anzeige und allem in der Mitte, weil da ist ja eigentlich nichts. Oha, jetzt habe ich den Rest abgerissen. Okay, was Kohle noch da war. Aber hier haben wir gleich den nächsten coolen Block. Dann klatschen wir das Teil dahin. Sieht natürlich wieder superiös aus. So, dann würde ich sagen, versuchen wir Folgendes. Ich werde nämlich jetzt das Ganze ein klein wenig umbauen. Jo. Und zwar einmal vielleicht hier den Storage hin. Und dann werde ich versuchen, mit dem Fließband direkt zu agieren. 1, 2, 3. Es reicht nicht aus. Ach, das ist doch schade. Na gut, dann müssen wir hier doch den Storage wieder hinbauen. So. Und er braucht natürlich wieder Power. Das ist klar. Ja. Vielleicht bauen wir das auch ein bisschen um mit dem Power-Gedöns, weil dass ich auch besser rankomme. So, da haben wir auch schon die Power-Teile. Könnt nämlich zum Beispiel den jetzt hier herstellen und der müsste sich auch laden. Genau, weil diese Kammern hier, die sind immer quasi unmittelbar mit der Base verbunden. Denke ich, glaube ich. Und er ist schon voll. Okay, ich zieh dir mal was ab. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich jetzt hier quasi in diese, aber die werde ich auch mal kurz abreißen, weil hier hinten gefallen die mir nicht. Zeig mal her. Ja, genau. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Power hinsetze, den Store. Dann machen wir mal Inventory auf und schauen mal, ja genau, 3 Stück haben wir noch davon. Dann werde ich die nämlich jetzt hierher setzen. 1 und 2. Ja, schade, dass die Kohle so geht.
Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt hier einen hinsetze, der wird gar kein Power kriegen. Jetzt ziehe ich ihm hier erstmal was ab. Ach ne, wir sind ja voller Power. Ah, ich bin ein Honk. Und jetzt werden wir ihn hier befüllen mit Strom. Okay. Haben natürlich Low Energy. Ja, und der dritte im Bunde kriegt nichts. Hm. Ah ja, ich sehe gerade was. Okay, dann nehme ich den nochmal weg. Wir können mit allen drei arbeiten. Wenn wir es etwas anders hinbauen. Und zwar den hier einen höher quasi. So hin. Da einen hin und einen dahin. Dass wir quasi eine Art Dreieck haben. Aber ich werde jetzt hier erstmal arbeiten lassen. Und da bekommen wir bestimmt eine Menge Kohle raus. Ich weiß gar nicht, wie viel man so braucht. An sich. Ja. Aber das werden wir dann alles sehen und machen und tun. Ich rauche gerade ein Zigarettchen, deswegen und trinke auch noch ein Käffchen dazu. Als kleines Vorfrühstück so ungefähr. Aber ich denke mal, das wird auch nicht allzu sehr stören. So, jetzt mache ich dich mal auf. Achso, Add Power. Oh, wir kriegen sogar Power zurück. So, jetzt sind wir wieder voll. Jetzt können wir hier auch mal volle Power drauf geben auf den Kleinen hier. Ich hoffe, dass es irgendwann Pipelines oder irgendwas geben wird, dass die Power einfach mal rüberfließen lässt zu den Gerätschaften, zu unseren Maschinen. Und wir uns darum auch nicht mehr so sehr kümmern müssen. Oh. Wir haben übrigens das Licht noch an. Ja, das ist doch auch schön. Könnten wir jetzt mal... Ja, 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 ausmachen. Das ist ein bisschen schade. Man muss immer so alle Oktaven des Lichtes durchgehen, bis man es ausgemacht hat. Allerdings weiß ich nicht, was das Zeichen daneben sein soll. So. Also oben links jetzt bei der Speed Level und so weiter, da haben wir ja auch die Taschenlampe, die ich jetzt wieder ausgeschaltet habe. Aber wir sehen ja auch, dass die sehr schön leuchten kann. So, vielleicht fälle ich mal ein paar Bäume. Will mal schauen. Wood irgendwo, was bist du? Dirt? Dings, ja, wir haben noch gar kein Holz gefällt. Mensch! Ja, so könnte man natürlich keine Storages herstellen, wenn wir keine Bäume fällen. Ne? Ist genau wie bei Minecraft auch und so weiter. Wir brauchen natürlich auch das Holz, um Sachen herstellen zu können. Also werden wir jetzt hier einfach mal diesen kleinen Baum hier fällen und schauen mal, dass wir dann auch genügend haben werden. Ups, jetzt habe ich ihn dort geschnappt. Egal. Und natürlich auch die ganzen Blätter und so weiter muss man hier alles noch selbst per Hand machen. Da ist noch nicht hier irgendwie Dingens. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen Musik reinschmeißen. Natürlich auch wieder gedämpft in dem Sinne. Soll ja nicht zu laut sein. Ja, es wäre mir schön, wenn ich die Ingame-Musik irgendwie stoppen könnte oder ausschalten. Die würde ich natürlich aber auch in die Playlist mit reinschmeißen und dann ja, hören wir das Ganze auch. So. Heidi Witzka. Ja, damit ist der Baum gefällt. Wir können jetzt im Inventory mal nachschauen. Ja, und beides ist noch Fragezeichen quasi. Also wir kennen keine Bäume aus diesem schönen Teil hier. Ja. Okay, also die Teile kann man nicht abbauen. Aber den Power, den kann man wenigstens abbauen, den Block. Die sind nämlich geschützt. Das finde ich ein bisschen schade. Weil man könnte die auch alle drei auf eine Seite bauen und gut ist. Aber naja, gut. Dann searchen wir mal das Ganze. Einmal die Blätter und einmal Tree Trunk. Okay. Also ein Stück Holz.
Und jetzt müsste er hier eigentlich, du warst zum Erbauen da, ne? Automatical, aus diesem bitte das machen. Aber irgendwie macht er es nicht. Repeat. Automatical. Ja, super. Und genau das meine ich, deswegen, ja, ist das so ein bisschen schlecht mit dem Einstreuen. A simply wood crate that the can store a small amount of items. Genau, schön. Das hätte ich ja gerne. Wood planks. Ah, wir müssen erst Planks herstellen, oder wie? Das könnte sein, dass wir erst daraus Planks erstellen müssen. Aber warum wird das dann nicht automatisch gemacht? Ich schau mal ins Inventory. Aber sind das hier nicht Wood Planks? Eigentlich ja. Hier sind sie schon und sie nennen sich Tree Trunk. Aha. Also wir müssen erst Wood Planks herstellen. Machen wir mal C. C ist doch Crafting, oder? Ja. Ja, leicht buggy, aber was soll's. Sodele. Dann schauen wir mal. Rainforest Wood. Okay, nee, das wollen wir auch nicht. Wood Planks. 5 Stück bitte. Genau. Dann machen wir jetzt... Oh, sorry. Dann machen wir jetzt nämlich aus diesem... Also hier ist es noch nicht so... Hier machen wir automatisch oder so. Das finde ich sehr schade. Aber wir stellen uns jetzt hier Wood Planks quasi her. Da haben wir sie auch schon. Wunderbar. 125, ja so. Jetzt kannst du aber ein paar Storages bauen, oder? Ach guck, hier kann man es hier auch automatisieren. Eigentlich. Und wir können es wieder zu Trees zusammenbauen. Ja, das macht doch keinen Sinn. So, dann schauen wir mal. Wenn wir jetzt dir sagen, 10 Stück bitte. Automatisch. So, und wie machen wir das jetzt hier? Crafting. Bitte. Danke. Nee. Hä? Wir haben 0. Okay. Eigentlich müsste er sie herstellen. Ich mach's mal mit C vielleicht. Warum ist diese Liste so leicht buggy? Ich weiß es nicht. Okay, Rainforest, tralala. Wir können auch die Richtungspfeiler herstellen. Das geht mit Rocks. Okay, da können wir uns quasi anzeigen lassen, wie wir das Ganze verdrehen. Ein Window können wir auch herstellen, ein Fenster. Hm. Was wir auch herstellen sollten, wären vielleicht ein paar Torches. So, und was haben wir hier denn alles? Meine Güte. Massiv Facted Ei. Ein Ei? Ein Auge? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das können wir noch nicht herstellen. Zudem brauchen wir dafür verschiedenste Dinge. Aha, interessant. Also das sieht mir sehr nach böhmische Dörfer aus. Und das hier ist eigentlich alles vom DLC so ungefähr. Dieser Schneemann und alles. Naja. Ach guck mal, ein Sign können wir auch herstellen. Also ein Schild in dem Sinne. Hier ist aber auch der Snowman drin. Okay. Das ist nämlich alles zusammengewürfelt, was wir alles herstellen können bisher.